Jo, hallo meine Freunde, und da sind wir wieder beim neuen Let's Play Part von Saints Row the Third. Und wir waren hier ja letztens, glaube ich, irgendwie, keine Ahnung, wir haben hier irgendwie einen Fight hinter uns gehabt. Und ja, das ist deine Garage, hier kannst du Fahrzeuge abstellen oder wiederholen. Cool. Was passiert, wenn ich auch... Oh. Ah, cool, ich habe Fallschirm. Wusste ich gar nicht. Lol. Ja, du Fisch, ich nehme ein LP auf. Cool. Geil, ich bin voll auf meine Phrase draufgeknallt. Wo haben wir jetzt eigentlich den nächsten Auftrag? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das hier so alles funktioniert. Spiel speichern, Spiel laden, wieder auf meiner Modus. Nein. Koop. Wie sieht's aus mit F1? F2, F3, F4. Oh, ich habe sie aus Versehen gehauen. Tut mir echt leid. Ich habe doch gar nichts gemacht. Nein, lass mich in Frieden. Lass mich in Frieden. Wie kann man nochmal rennen? Ah, so, okay. Boah, wir laufen hier so total episch. Haben wir eigentlich sonst noch irgendeine Waffe? Ich weiß es nicht. Ach, gehen wir hier erstmal in unser Domizil rein. Tür öffnen. So, hier rein da. Aufzug benutzen. Gehen wir zum Penthouse. Yo, ich weiß gar nicht mehr, was wir machen, aber... Geht zur Lobby. Immer doch. Immer diese geilen Waffen so mittendrin und so. Juhu, wir können uns bewegen. Gehe zum Penthouse. Ah, hä? Ich will nicht in die Lobby. Ich will zum Haus. Gehe zum Penthouse, genau. So, gehe zur Lobby. Nein, ich will nicht zur Lobby. Ich will nicht in die Lobby. Ah, doch, jetzt bin ich in der Lobby. Finde ich gut. Was passiert, wenn man hier reingeht? Auf Domizil zugreifen. Oh, cool. Garage, Arsenal, Bandenanpassung. Was haben wir denn in der Garage eigentlich für Autos? Ach stimmt, hier, wir haben hier dieses kleine merkwürdige Porno-Auto. Ja genau, den da. Neukron, der ist cool. Wenn wir jetzt den nehmen, dann haben wir theoretisch ein Auto, aber ich habe da jetzt irgendwie keine Lust zu. Jetzt haben wir so einen epischen Ladebalken. Domizil verlassen, übernehmen. Domizil zugreifen. Aber ich habe hier doch bestimmt irgendwo eine Mission oder sowas. Was bedeutet das denn? Warte mal. Gehe ich hier nochmal raus. Sprinte ich hier mal kurz durch den Pool durch. Juhu, wir haben uns reingerollt. So. Füge Hubschrauber hinzu, um den Hubschrauberlandeplatz nutzen zu können. Okay. Gibt es hier nicht irgendwo irgendeine Mission? Das ist irgendwie total merkwürdig. Ja, hallo. So, die ist gar nicht. Lol. Okay. Lol, das ist wirklich unnötig. Gibt es hier nicht irgendwo jemanden, mit dem ich reden kann? Ich bin bedürftig. Ich brauche irgendwas zum Reden. Komm schon, ich will doch nur eine Mission machen. Ich habe hier Waffen und irgendwie solche merkwürdigen Viecher. Und hier leckt alles so ein bisschen. Keine Ahnung warum. Ja, cool. Super. Und wo soll ich denn jetzt hingehen? Jetzt bin ich hier im Penthouse. Super. Und mein PC spackt mal wieder eine Runde. Okay. Das liegt an meinem PC. Lol. Auf Domizil zugreifen. Ah, jetzt habe ich es gerafft. Ah, Schutzengel, Purse. Okay, cool. Ah, funktioniert doch. Ah, ich habe es gerafft. Juhu, Leute. Und das nach 4 Minuten fast. Schau dir das an, Boss. Wenn es hier von der Seite war, ich umgeschaut habe, war es noch nicht so da. Was ist das? Oh mein Gott. Tresorschlüssel, möchte damit wissen, was die alle eingeschlossen haben. Syndikate, was ist das denn für Scheiß? Schlüssel haben, die warten nur darauf, dass wir ihn alles unternehmen. Okay, ich schätze, dann gibt es Besseres zu tun, als etwas irgendwas Unnötiges zu machen. Los geht's. Oh, die liegt dick Cash auf dem Boden. Why, yo, begib dich zum Start der Aktivität. Okay, glaub's wirklich scheiße, nein. Lol, kann ich da nicht irgendwie... Ich will da jetzt drauf ballern. Ist doch gar nicht mein Auftrag. Ah, okay. Cool. Ey, das ist ja richtig lustig. Schütze deine Begleiter. Okay. Ey, das ist ja richtig geil. Oh, fuck. Komm, mach schnell. Mach schneller. Geht doch. Oh, ich habe meinen Typen schon wenig beschädigt. Ui, sind diese richtig viele. Ups, fail.
Cool, da hinten leben noch zwei. Ach, die sind jetzt einfach tot. Egal, scheiß drauf. Da kommen noch welche. Oh, cool, da sind noch zwei Stück drin. Cool, die sterben einfach. Boah, dieses Spiel ist richtig episch. Und hier kann man so richtig schön Panzerfaust und so. Ah, ich hab Zivis umgebracht. Okay. Hallo? Ach so. Okay. Wow, wie episch. Erinnert mich irgendwie so ein bisschen an James Bond, aber naja. Juhu, wir haben es rausberechnet und sind damit total die Skiller. Oh, fail. Der Typ kam schneller, als ich gedacht habe. Ui, kommen die noch vor uns. So ein Wichser, komm schon. Stirb doch endlich. Mein Gott, das muss doch schneller gehen. Ah, die alte Oma, die kann auch nicht mehr laufen. Okay. Achso, ich bringe gerade meinen eigenen Freund um. Lol, wie unnötig. Und der Weg ist noch so weit. Cool. Ah, der Typ ist doch tot, oder nicht? Cool, wir haben es geschafft. Straßensperre. Coole Sache. Nein, nach den kann ich jetzt nicht dran. An dem kann ich auch nicht dran. Aber an den komme ich dran. Komm, lauf. Fahr, Digga. Ist doch total egal. Lauf und fahr einfach, mein Gott. Das ist halt echt nicht mehr Skill. Komm. Vielleicht ist er. Ah. Ah, ich muss nach da zielen. Cool, ich hab's ich hab getroffen. Und jetzt bin ich. Warum bin ich jetzt hier drauf? Lol, was bringt mir das jetzt? Und was bringt mir das? Ich mein's ernst. Jawohl. Geil. Cool. Achso, ich muss erstmal nachladen. Lol. Komm, mach schneller. Komm. Mach. Cool. Ich will eigentlich so richtig schön wo rein snipen. Ah, mein Spaten steht da und jetzt kommen die Spaten von da und dann. Na cool, der ist tot. Der ist auch tot. Das Auto vielleicht einfach mal mehr leben. Da schieße ich auch einfach mal drauf. Boah, yo, der hat uns angefahren. Wichser. Komm, mach schneller. Komm, zieh. Punch, punch. Ah, cool, so kann ich ja noch besser zielen. Wie geil. Ey, das ist richtig, richtig episch gemacht. Von wo kommt denn jetzt der nächste? Ach, da. Boah, yo, ficken. Okay, komm schon. Stirb. Oh, ich muss nachladen. Leute, lass meinen Freund in Ruhe. Der hat auch nur. Na cool. Okay. Die Bluteffekte sind lustig und da liegt Geld auf dem Boden. Okay. Hier ist bis jetzt noch nichts. Und dieser merkwürdige Hubschrauber über mir, der geht mir irgendwie total auf den Sack. Wow, yo. Okay. Lol. Oh. Oh, der Typ willst auf anlegen. Oh cool, okay, ich habe ihn gebettelt, so voll krass und so. Wie das epische Ladezeichen. Schutzengel geschafft, okay. Lol. Eingabe fortfahren. Bargeld. Wow, ja, wir haben 2000 dick Cash bekommen. Noch einen Respekt dazu, würde ich mal sagen, oder? Nee, nur so ein bisschen. Schade. Morgenstern Bezirkskontrolle, $82 pro Stunde. Aha. Cool. Schutzengel beginnen. Die Frage ist, was bleibt uns anderes übrig? Aufträge, Purse, illegaler Handel. Cool, ich brauche ein Auto. Bitches, ich brauche ein Auto. Oh, wow, yo, was bist du denn für ein schönes Auto? Ein paar Paletten sind so ein. Das ist ein lustiges Auto. Das gefällt mir irgendwie. Das sieht so schön alt aus. Okay, ist das wirklich gut? Nicht schlecht. Ah, cool, jetzt bin ich dran vorbeigefahren. Noch diese epische Musik. So, jetzt sind wir da eiskalt mit dem Auto davor geparkt und so. Ah, cool, wir sind jetzt in einem. Lol, achso, der fährt von alleine. Ah, und ich soll. Genau, Spaten. Achso, ich habe eine Shotgun bei mir. Okay. Lol. Punch. Achso, das sind meine.
Ich habe Granaten. Granaten. Ah. Okay, der Typ ist tot. Komm, stirb doch einfach. Du elendiger kleiner Wichser. Warum liege ich eigentlich noch in meinem Auto drin? Oh yeah, ich mag dieses Spiel. Das ist irgendwie total cool. Scheiß Bulle. Kauf dir einen Strick. Wow, yo, was kommt denn hier raus? Leute, was geht denn hier ab? Gibt es auch die Möglichkeit, dass ich hier rauskomme? Ah, cool. Wieder zwei Mongos. Juhu, cool. Und ich treffe trotzdem. Boah, dieser Bulle, der geht mir echt auf den Sack. So, jetzt ist er tot. Kommt hier von vorne irgendwas? Nein, der Typ ist tot. Da bist du. Dich soll ich beschützen, so wie es aussieht. Ah, da hinten sind wieder ein paar Spongos. Komm, stirb doch einfach. Wayo. Wie soll das denn funktionieren? Wayo, boah, das bewegt sich viel zu schnell. Nicht so schnell, Leute. Nicht so schnell. Ah. Weil die ist doch tot, oder nicht? Merkwürdig. Ah, ich habe sie getroffen. Sie hat geschrien. Lol, okay. Die Schlampe habe ich getötet. Okay. Was seid ihr denn für ein Prolligwagen? Ah, cool. Ich will da mal stehen. Boah, ja, wo kommt die Sniper her? Das macht mir irgendwie Angst. Ich weiß nicht warum, aber ich beschäftige mich jetzt einfach mal hier mit dem Kleinzeug. Alter, du sollst mich nicht snipen. Ach so. Ah, ich soll den... Ah, aua. Aua, lauf doch einfach. Einfach laufen. Ah, ich bin fast tot. Der Dealer wird angegriffen. Wo denn? Diese Sniper gehen mir auf den Sack. Warum laufen die denn hier rum? Ah, cool. So. Aua. Ich wurde gehittet. Und ich brenne. Und irgendwie habe ich unendlich viel Leben. Ah, cool. Und davon habe ich leider nicht unendlich. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich sterbe. Aber wiederum auch irgendwie nicht. Naja, ich raff's nicht. Bam, 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 bam. So sieht's aus. Bam, 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 bam. Wayo, der Typ will uns, der Dealer wird angegriffen. Cool, ich weiß. Warum treffe ich die nicht? Habe ich nicht irgendwie was Cooles, was so weit geht? Ah, mein, ich habe irgendwie Respekt vor meinem Dealer. Komm schon, du sollst nicht sterben, Digga. Wo ist der eigentlich? Wo ist der Spaten? Ach, der ist direkt neben mir. Cool, soll ich die jetzt da aus der Luft holen oder wie? Stirb doch einfach. Okay, das bringt wohl nichts. Dealer, komm mit. So, komm mit, Digga. Oh yeah, wir werden eh weggesniped und der Dealer läuft mir hinterher? Ja, er läuft mir hinterher. Cool. Mach dir nicht so viel draus, sie werden nicht von hinten gefickt. Einfach laufen, auch wenn die Sniper... Aber warum können wir denn nicht länger rennen? Ihr seid doch alle total dumm. So, man legt sich nicht mit dem Tobi an. Ja, vielleicht laufen wir besser hier durch. Ist vielleicht ein bisschen sicherer, würde ich mal sagen. So, dann laufen wir mal rechts und gleich nach links. Boah, dieser dumme Monsterfucker-Heli, der geht mir irgendwie voll auf den Sack. Komm, du blöder Dealer, komm schon, mach hinne. Komm. Komm, ich muss mich hier an einer Technik anbehalten. Ja, ich glaube, Morgenstern hat kopiert, dass wir da sind. Okay, cool. Ach, cool. Ich wollte gerade schießen. Schade. Illegaler Handel geschafft. Coole Sache. Bargeld. Warum kriegen wir eigentlich immer so viel Cash? Wir 2000 DK Cash. Ha, wir sind Respekt aufgestiegen. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Cool. Morgenstern Bezirkskontrolle. 92 Dollar pro Dinger. Illegaler Handel. Zum Messer von... Steht auf der Karte noch, wo du sie finden kannst. Okay, cool. Ja, jetzt schnappe ich mir hier das Auto. Der nächste Teil der Aktivität ist nur verfügbar. Schau auf deine Karte, um ihn zu finden. Was ist das eigentlich für ein Auto, was wir haben? Das sieht aus wie so ein Öko-Auto. Tut, tut. Boah, yo, der gibt ja richtig Gas. Wumm. Ah, wir können auch Motorrad fahren. Cool, so. Jetzt habe ich hier ein Motorrad. Nein, nicht Unfallmotorrad, nein. Wichser, ich habe schon gedacht, der fällt mich um. So. Jetzt haben wir ein cooles Bike. Mal gucken, wie schnell das ist. Wir beschleunigen, es bremsen, rückwärts, um die Gewicht zu verlagern, so wie zu machen, ungebunden, um Stoppies zu machen.
Lol. Cool, ist das ein Wheelie, was wir machen? Nee. Wheelie-Rekord 53 Meter, okay. So, bam. Ich glaube, wir sollten hier nicht, weil hier sind Bandenmitglieder, beziehungsweise immer so ein Kack. Ja, wir bleiben einfach mal zur Sicherheit hier stehen. So, jetzt öffnen wir kurz den Tabulator. Oh Mann, meine Nase. Stadtübernahme. Nee, da habe ich eigentlich bis jetzt noch keine Lust zu. Mal gucken, was wir für Verbesserungen machen können. Ah, Fähigkeiten, Gesundheit. Wie wäre es mit... Kampf. Ah, damit können wir unsere Sachen... Okay. Mann, Stroh, du kannst vielleicht mehr Portionen, Munition. Na super, das bringt mir aber alles herzlich wenig irgendwie. Schaden, Schadenfahrzeuge, Schadenfälle, Schadenkugel, der Schäden durch Kugeln. Okay, übernehmen. Cool, wir haben es geschafft. Mehr können wir leider nicht machen. Okay, darauf habe ich irgendwie keinen Bock. Bandenfähigkeit, vielleicht Gesundheit, damit wir bessere Regeneration haben. Cool, haben wir so ein cooles Plus erhalten. Was gibt es denn hier noch? Fähigkeiten, MP, Spite-Händig, was? Gier von Person. Geil. Geld zu stehlen. Morgenstern, meine Bekanntheit bei den Morgensternen sinkt etwas schneller. Beidhändig Pistolen, das... Oh nein, ich habe nicht genug Geld. Scheiße. Okay, das kaufen wir jetzt aber auf jeden Fall nach dem nächsten. Ach Mist, jetzt habe ich das wieder weggedrückt. Auf Aufträge natürlich. So, 340 Meter. So, und jetzt wird er erstmal hingecurved. So, ah, cool. Juhu, wow. Juhu, wir sind total cool. Juhu, wir sind auch noch durchgefahren. Boah, ist das gillig. Okay. Oh, da steht unser Motorrad und ist umgefallen. Jetzt kommt da so ein geiles lila Auto. Ah, da kommt Purse. Ah, cool. Okay, der Besitz von Eigentum. Soll ich das kaufen? Okay, Friendly Fire gekauft. Cool. Was hat uns das jetzt gebracht? Finde die Sexpuppe. Aha. Komm, wir gehen in dieses coole Auto von Purse mit goldenen Reifen. Cool. Und dann... Alter, diese Musik. Ach, ich mache einfach mal ohne Musik, genau. So, gute Sache. Da können wir nämlich einfach durch die Gegend curven. Okay, dieses Auto hört sich nicht schlecht an, aber irgendwie ist es ein bisschen zu wenig. Okay. Wow. Das Handling von dem Auto ist scheiße. Wow, yo. Oh, sorry, Frau. Tut mir echt leid. Hier sind die Sexpuppen. Okay. Was wollen wir eigentlich mit Sexpuppen? Das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig, oder? Bis was zum Teil. Sammelobjekte sind ganz tief. Finden sie alle. Aha. Okay, wir müssen also Sammelobjekte finden. Cool. Und was bringt uns das? Vielleicht kriegen wir dann so ultimativen Skill wegen einer Sexpuppe. Wow, yo. Okay. So. Wir fahren und fahren. Ah, cool. Ich kann sogar beim Fahren schießen. Nicht schlecht. So, hier müssen wir lang. Wow, yo. Das Auto wird ja richtig schön schnell. So schnell sind wir eigentlich gar nicht. Wow. Das war zu weit. Wow, yo. So, und dann müssen wir hier noch kurz rein. Dann die Müllkippe. Okay. Tut, tut. Da kommt der Tobi. So, kurz aussteigen. Was soll ich denn hier machen? Achso, kaufe Immobilien. Na super. Was soll ich denn? Ja, klar kaufe ich das. Warum soll ich es nicht kaufen? Weiter. Kaufe Immobilien. Cool, ich habe Morgenstern der ganzen Stadt verteilt gesehen. Die machen da Geschäfte so. Das klingt perfekt. Wenn wir so voneinander vertreiben, müssen wir wohl dann einfach skillen. So, okay. Fahren wir mal eiskalt den Müllwagen hinterher. Aber da wir asozial sind, nehmen wir hier den schnellen Weg. Oh yeah, why yo, warum? Ist einfach nur blöd. Wir können eh von denen wegfahren. Hör auf die zu schießen. Das bringt eh nichts. Oh, yo. Ah, die Bremsen von dem Auto sind aber relativ gut. Also im Verhältnis. Also dafür, dass das Handling... Wow. Ich glaube, ich sollte mehr auf die Karte gucken, während ich fahre. So, ein bisschen da und ein bisschen da. Ah, cool. Ich
Du verlässt Unterherden. Oh, fuck. Das arme Auto. Würde ich fahre ich auch nochmal drüber. Ah, cool. Ich bleib einfach mal mit dem Auto sitzen. Cool, ein bisschen rückwärts. So, den Spaten da, den Spaten. So, und dich noch, kleine Schlampe. Komm, stirb. Ah, cool. Ah, du unschuldiger Mann, musst leider sterben. Tut mir echt leid. Du hast viel zu viel gesehen. Und außerdem, wenn du jetzt zur Polizei rennen würdest und sagen würdest, dass wir das sind. Oh, wo kommen die denn her? Ach, jetzt weiß ich, worauf der die ganze Zeit geballert hat. Unser Auto qualmt. Ich glaube, das ist kein gutes Zeichen. Aber gleich ist es wieder ganz. Habe ich jetzt einfach mal behauptet. Weil das ist das Auto von Purse. Das kann nicht kaputt gehen. Okay, es kann kaputt gehen. Aber ich will jetzt nicht, dass es kaputt geht. Es darf nicht kaputt gehen. Falsche Richtung. Aber wir können auch, glaube ich, da durchfahren, oder? Ja, können wir, glaube ich, auch. Minieren die Banden. Cool. Komm, bring ihn um. Wow, ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Au, oh, okay, ich bin gestorben. Hey. Ja, Leute, mit dem Tod, ich denke, das war's dann auch für diesen Part. Und ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Und bis dann, meine Freunde. Ciao, ne?